Wir sitzen in einer Beechcraft Baron 58 in Longyearbyen, nördlich des Polarkreises, bei schönem Wetter zur Mittagszeit im Sommer und werden eine große Runde fliegen. Eine große Platzrunde im Prinzip. Was man hier sieht, ist vom Simulator das Track IR. Wenn ich den Kopf nach rechts drehe, kann ich die rechte Ansicht sehen. Wenn ich den Kopf nach links drehe, kann ich die linke Außenansicht sehen. Selbstverständlich beim Flugsimulator X von Microsoft kann ich auch die anderen Ansichten wählen. Hier Außenansichten, die Oberansicht etc. bla bla. Longyearbyen. Wir stehen auf der Parkposition. Die Laderampe, an der Laderampe, und werden jetzt ganz normal nach Checkliste die Maschine anlassen. Der Außencheck ist gemacht. Wir stehen hier in Longyearbyen auf dem Platz und arbeiten mal die Checkliste ab. Also Auszeit und Pre-Flight Inspection ist gemacht. Jetzt haben wir die Before Starting Engine Checklist. Flight Plan and Weather haben wir. Wir haben die ATIS bereits gehört. Die Doors Closed, die Seatbelts On, Parking Brakes Set. Landing Gear Handle Down, Flaps Up, Cowl Flaps Retracted Up, Flight Controls haben wir schon überprüft. Flight Controls sind free und funktionieren. Magnetos, Engine Starter Switch off, Battery Alternators off, All Avionics off, Propeller High, Mixture I Cut Off und Throttle Idle. All Switches and Controls set and checked. Wir haben noch nicht gesettet hier unser Heading und unseren Kurs, unseren Autopiloten. Das machen wir aber alles dann während des Fluges. Dann geht's los. Fuel Selectors on. Linker Fuel Selector, rechter Fuel Selector on. Battery Switch. Ja, eine Sache habe ich vergessen. Moment, das haben wir jetzt. Okay. Battery Switch on. Avionics Master on. Panel Lights sind bereits on. Fuel Quantity checked. Beide Tanks sind voll. Landing Gear Handle is down. 3 green ist korrekt. Jetzt machen wir den Beacon an. Beacon on. Den Transponder haben wir auf internationalen VFR gesetzt. Wir bleiben auch in VMC VFR. All Trim, wir setzen die Trimmung für den Start. Jawohl. Engine and Propeller Area sind clear. Rechts steht niemand, links steht niemand. Okay. Before Engine Start Checklist complete. Weiter geht's mit Starting Engine Checklist. Throttle to Full. Propeller High. Mixture Full Ridge. Fuel Boost Pumps left und right on, bis beide peaken, nach dem Peak wieder off, left and right off, Throttle to Idle und open approximately half an inch, okay, dann haben wir, der hier rutscht mir ein bisschen, das ist egal, dann haben wir den rechten Magneto, 1, 2, 3, 4, unser Motor kommt. Jawohl. Der Öldruck stimmt. Rechter Alternator an. Und idle. Linker Magneto. 1, 2, 3, 4. Der Öldruck steigt. Ist im grünen Bereich. Linker Alternator an. Und den Throttle auf Idle. Alle Instrumente, 1, 2, 3, 4, 5, ist alles korrekt. Fuel ist gut, die Radios sind in Ordnung. Okay, das war Starting Engine Checklist complete, Before Taxi Checklist. Navigation Lights on haben wir schon, Taxi Lights on. Altimeter set. Ich setze den Altimeter jetzt nicht nach öffentlichen Druck, sondern hole mir den aus dem Flugsimulator automatisch. Das ist in Ordnung.
Das heißt, wir haben Platzhöhe hier 100 Fuß etwa. Heading Indicator setzen wir auf 100. 190 ist Norden, 100 ist hier, dass wir mit der Piste dann auch in die richtige Richtung abheben. Gut, ich setze mir auch direkt die Radios. Auf die Frequenz 110.3. Das heißt, wir setzen uns den NAV 1 auf 110.3. 110.3. Richtig. Damit haben wir jetzt unser ILS hier schon eingestellt. Wobei ich weiß gar nicht, ob es ein ILS oder ein Locator ist. Das weiß ich nicht. Das ist dem Flugsimulator X von Microsoft aber auch ziemlich egal. Wir haben hier Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Wir haben ILS 1.0, genau, richtig. Bei, was sagen die hier? 110.3 ist richtig. Okay. Engine Start Checklist complete. Before Taxi Checklist auch complete. Wir haben den Flight Director an. Wir haben Nav Lights, Altimeter, Taxi Lights und Heading Indicator, Instruments, Radio und Avionics, Flight Director. Wir haben uns die Taxi Clearance geholt. Taxi wird erlaubt. Parking Brake Release. Taxi to Assigned Runway. So, dann zoome ich mir das hier ein bisschen näher ran, damit ich zu Assigned Runway komme. Wir machen eine Kurve rechts. Der Flugsimulator ist extra so eingestellt, dass die Motoren zum Teil asynchron laufen, weil das einfach, also realistischer ist, wenn die mit Motoren keine volle Synchronizität haben, sondern leicht asynchron laufen. So, wir sind auf Taxiway und müssen einen Backtrack machen auf die Runway. Was ist denn das dann? 190. Backtrack zu 100, die Runway ist frei, wir können drauf fahren, kein Verkehr von rechts, kein Verkehr von links. Taxigeschwindigkeit maximal 20 Knoten. Wundert mich etwas. Norden ist 90. Ah, siehst du, ich habe das falsch eingestellt, sehe ich gerade. Das ist gut, dass ich das noch sehe. Taxigeschwindigkeit ist etwas zu hoch, aber da stören wir uns nicht dran. Es ist ja Platz, es ist ja nichts los. Da stimmt auch was nicht ganz. Doch, jetzt hat sich wieder eingependelt. Okay. Ich brauche nicht die ganze Startbahn, weil hier können auch 737er ohne Probleme landen und starten. Aber ich hole sie mir trotzdem. Was habe ich eben gesagt? Der Kurs ist nicht korrekt. Der muss da hoch. Ja, ist ja gut. Mein Kurs
Kursknopf hat eine Macke, leider Gottes, was sehr ärgerlich ist. Ich weiß nicht, wo ich den Wackler eingebaut habe. Aber irgendwie kriege ich ihn doch immer dann dahin, wo ich ihn haben will. Take-off-Checklist complete. Take-off-Checklist ist im Prinzip völlig klar. Jetzt setze ich mir den hier mal, den Autopiloten, setze ich mir mal auf 3000 Fuß oder 3500. 3500 Fuß und ich setze ihn auf Padding und Altitude. Mal ein bisschen steigen mit 1000 Fuß pro Minute. Okay. Wir sitzen hier richtig, wir sitzen hier richtig. Okay. Also geben wir Schub und beobachten die Anzeigen und die Geschwindigkeit. Landing Lights on, Taxi Lights off, habe ich wieder vergessen, vergesse ich leider öfter. Unsere Anzeigen sind alle im grünen Bereich. Wir haben eine V1 von 85 Knoten oder sowas, 90 Knoten ist erreicht. V2 rotieren. Positive Steigrate, Fahrwerk ein. Und jetzt steigen wir über Longyearbyen. Machen. Wir fliegen jetzt
hier Wien vorbei und gehen dann zurück und landen über das ILS. Das haben wir schon eingestellt. So, Longyearbyen, das Nordmeer. Warten wir, bis unser ILS-Signal reinläuft. Da vorne ist der Flughafen schon sichtbar. Versuche ich einigermaßen die Höhe zu halten. Im Moment schmiere ich mächtig ab. So, jetzt muss die Geschwindigkeit auch zurückkommen. Unser ILS-Signal, da kommt's. Jetzt sind wir, haben wir schon überschossen. Und da kommt auch die Glide Slope. Wir haben noch zu hohe Geschwindigkeit. Glide Slope ist erreicht, ILS kommt zurück. Flaps 1. Fahrwerk raus. 120. Flaps 2. Wieder leicht nach links korrigieren. Und wohl auch zu hoch. Ja. Die Geschwindigkeit im Auge behalten, dass wir nicht zu langsam werden. 110 Knoten. Und 95 Knoten, jetzt werden wir zu langsam. Wenn ich aufpassen. Gar nicht so einfach nach Instrumenten zu fliegen. Ne? Aber wir sitzen ganz gut. 110 Knoten ist auch okay. Der Rest auf Sicht. Localizer. Ne, was ist das? Oh, inner Marker. Komm. Okay. Und
Full Brakes. Flaps up. Ausrollen. Taxiway. Okay, erfolgreich gelandet. Approach Landing Checklist sind durch. Das haben wir durch. Das heißt die After Landing Checklist. Strobe Lights off. Die habe ich gar nicht angemacht, siehst du. Vernachlässigt. Flaps up. Taxi Lights on. Landing Lights off. Transponder haben wir auch nicht angemacht, weil wir ja nicht mit Verkehr fliegen. Haben wir also auch vernachlässigt. Anti-Ice haben wir auch vernachlässigt. Ja, siehst du mal. Erste Aufnahme. Dann haben wir hier Taxi Landing on. Okay, dann steuere ich auf die Parkposition. Ich knall sie einfach dazwischen. Okay, Parking Brakes on, Throttle idle, Fuel Pumps off, Flight Director off, Avionics Switch off, Taxi Lights off, Nav Lights off, Pitot off, haben wir auch vernachlässigt, Mixture Fuel Flow Cutoff. Fuel Selectors off, Magnetos off, Beacon off, Panel Light off, würde man machen, lasse ich an, Battery Switch off, Alternator Switches off, Propeller Synchrophaser haben wir auch nicht benutzt, den brauchen wir eh nicht, und die Cowl Flaps sind zu. Parking Brakes sind gesetzt, Throttle ist auf Idle, All Switches off. Das heißt, das Flugzeug ist sicher gelandet. Eine kleine Runde in Longyearbyen.